Herzlich willkommen zum Leadership Talk der Bertelsmann Stiftung. Ich bin Helena Ernst und freue mich wirklich sehr, ganz gemütlich in meinem Arbeitszimmer in Gütersloh zu sitzen und trotzdem mit euch über ein ganz spannendes Thema heute zu sprechen. Ich arbeite im Kompetenzzentrum der Bertelsmann Stiftung, wo wir uns, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, mit den Themen Führung und Unternehmenskultur beschäftigen. Aber die wirklich wichtigen Themen hören ja nicht auf, wenn eine Pandemie beginnt. Und deswegen versuchen wir gerade und auch in diesen Zeiten mit neuen Formaten Kontakt zu euch, zu den Alumni zu pflegen, mit neuen Leuten ins Gespräch zu kommen und spannende Themen zu vertiefen. Das Thema Mental Load beschäftigt mich schon eine ganze Weile, spätestens seit einem Blog, den ich von Patricia Camarata gelesen habe, in dem ein für mich eher unbestimmtes Gefühl auf einmal einen Namen bekam. Das Gefühl, ständig mit einer unendlich langen To-Do-Liste durchs Leben zu laufen, wie so eine Kommode, wo alle Schubladen immer offen stehen und man nie richtig fertig wird und mal alles einmal zugeschoben hat, bekam die Überschrift Mental Load. Und so langsam habe ich die Erkenntnis, dass es nicht nur ein Problem von mir ist oder eine private Herausforderung, dass man doch nicht gut genug organisiert ist, sondern dass es ein hochpolitisches Thema ist, was nicht nur im häuslichen Bereich eine Relevanz hat und es sich wirklich lohnt, da mal hinzuschauen, sondern, und das soll auch unser Thema heute sein, eine große Auswirkung auf das Thema Führung hat. Ja, ich habe gerade davon gesprochen, dass ich hier in meinem Arbeitszimmer sitze und nicht im Büro. Das heißt, es gab mal eine alte Welt, wo wir im Büro gearbeitet haben, wo wir viel unterwegs waren, wo wir viele analoge Veranstaltungen machen konnten. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Wir können im Moment auch nicht unsere Executive Trainings durchführen, so wie wir es wollen. Aber das geht ja ganz, ganz vielen Menschen so. Die Pandemie hat uns aber nicht nur neben bequemem Schuhwerk unter dem Schreibtisch auch eine Portion Kreativität geschenkt. Und wir haben einfach versucht, können wir neue Formate entwickeln, um vielleicht auch auf eine etwas einfachere und direktere Art und Weise mit euch im Gespräch zu bleiben, ins Gespräch zu kommen und in den Austausch zu geraten. Damals, als wir noch die Trainings machen konnten, habe ich Verena Scholl kennengelernt bei einem unserer Frauentrainings. Und während dieser Trainingswoche hat Verena an einem Projekt gearbeitet und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das war, als sie uns, der Gruppe, das damals vorgestellt hat und mit wie viel Begeisterung sie da gesprüht hat. Heute freue ich mich sehr, dass Verena und ich das Thema Mental Load mal ein bisschen tiefer aufbohren können und möchte dich einfach bitten, liebe Verena, stell du dich doch bitte unserer Gruppe einmal vor. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Verena Scholl, ich bin 38 Jahre alt, ich lebe in Düsseldorf und ich arbeite für einen großen Versicherungskonzern und da bin ich Abteilungsleiterin jetzt seit 1.1. und für die Aus- und die Weiterbildung aller Angestellten des Unternehmens in Deutschland zuständig, mit einer Führungsspanne von 70 Leuten, was so der eine Teil meines Lebens ausmacht. Und im anderen Teil im Privatleben bin ich verheiratet und habe eine kleine Tochter, die ist 3,5 Jahre alt. Und weil ich dachte, man muss ja noch was Drittes im Leben haben, habe ich noch so ein kleines Projekt gestartet. Und das ist das Projekt, also das ist entstanden in diesem Bertelsmann-Training. Und das nennt sich mittlerweile Naumam und ist im Moment hauptsächlich ein Podcast. Und da geht es um die Herausforderungen, die einem so als Working Mom begegnen. Unter anderem Mental Load halt. Ja, ich glaube, das war sogar dein letztes Thema, oder? Ich habe das ganz klassisch beim Kochen am Sonntag gehört. Sehr gut. Ja, ich bin immer noch nicht so ganz fleißig dabei, Podcasts zu hören, muss ich gestehen. Aber deinen habe ich mir jetzt voller Freude immer mal wieder angehört, ob es beim Laufen oder beim Kartoffelschälen. Und es waren viele super praktische Impulse darin, die man sofort umsetzen konnte oder die einen sofort angeregt haben. Das fand ich wirklich klasse. Ja, Mental Load, wir werden das Thema gleich mal einführen. Was hat das eigentlich mit Führung zu tun, Verena? Der erste Impuls ist ja immer zu sagen, ach, das ist irgendwie vielleicht so ein Frauengedöns und irgendwie was mit Zuhause und Familie. Aber was hat das Thema heute hier in unserer Veranstaltung eigentlich zu suchen?
Eine Sache, die uns die Pandemie und diese veränderte Arbeitswelt gezeigt hat oder uns gebracht hat, ist ja, dass die Grenzen zwischen Arbeits- und Berufsleben immer weiter verschwimmen. Ihr seht ja jetzt auch hier gerade im Hintergrund mein Wohnzimmer und in den Ecken liegt das Spielzeug. Also das habe ich jetzt auch bewusst nicht ganz weggeräumt, weil so ist das Leben im Moment halt. Wir kriegen viel mehr mit im Job, was eigentlich im Privatleben der anderen los ist. Aber wir haben auch immer mehr Probleme, uns eigentlich abzugrenzen. Und so bringen wir, und das finde ich eigentlich sehr schön, immer mehr von unserer privaten Persönlichkeit auch mit in den Job. Aber da bringt man natürlich nicht nur das humorvolle, sprühende, was man so bei der Dinnerparty irgendwie mit sich trägt, mit. Man bringt natürlich auch das mit, was einen so belastet und die 100.000 Aufgaben, die man noch so hat. Das ist der eine Teil, dass ich mir wünsche, dass Führungskräfte Mitarbeiter als ganzen Menschen und nicht nur als Ressource wahrnehmen. Und ich glaube auch, dass dann Führung besser funktioniert und auch Mitarbeiter sich besser entfalten können. Zum anderen ist Mental Load kein reines Familien- und Haushaltsthema, sondern die gleichen Herausforderungen und diese vielen kleinen Dinge, die vielleicht gar nicht gesehen werden, die gibt es im Job ja auch. Also immer, wenn Menschen zusammenarbeiten, gibt es Aufgaben, die am Ende zu Mental Load führen können. Und deshalb finde ich ein Bewusstsein bei Führungskräften ganz wichtig, dass sie nicht alles sehen auf den ersten Blick, was die Mitarbeiter eigentlich mit sich rumtragen. Ja, das sind die sogenannten unsichtbaren Aufgaben, ne, die du ansprichst, ob die jetzt in der Familie da sind oder in einem Team. Die Frage ist ja immer, gibt es jemanden, der sich um die Geschenke für alle kümmert im Team, der dafür sorgt, dass das Flipchart-Papier aufgefüllt ist, der so ganz viel von diesem sozialen Kit macht, der relevant ist für den Zusammenhalt, der aber oft nicht gesehen wird. Das gibt ja dieses schöne Märchen von den Heinzelmännchen aus Köln, wo ich mich ganz oft dran erinnert fühle, wenn wir über das Thema sprechen. Ja, ich hatte vorhin auch gesagt, das ist so ein Thema, was bei mir hat es einen Moment gedauert, bis ich darüber gesprochen habe. Das Erste, was bei mir passiert ist, aber über mehrere Jahre, war das Gefühl von, ich bin noch nicht gut genug organisiert. Irgendwas passt noch nicht. Und dann habe ich Zeitmanagementkurse besucht und auch gegeben und hier ein Buch gelesen und da über das Thema Selbstoptimierung nachgedacht und habe mich gewundert, warum ich irgendwie nicht in dieses Gefühl von, ah, jetzt habe ich mal Feierabend reinkomme. Mein Mann, der ist zum Arbeiten rausgegangen und wieder nach Hause gekommen. Und für den war diese Sache mit dem Feierabend viel klarer als für mich. Und oft habe ich erst in diesem Kontrast zwischen uns beiden gemerkt, wo ein Tag endet und wo er vielleicht nicht endet, also ein Arbeitstag. Und ich hatte so einen Moment der Erkenntnis, als ich diesen Blog gelesen habe, von dem ich gerade gesprochen habe, Patricia Camarata, die ist als das Nuff bekannt in den sozialen Medien. Die hat das Buch Schluss mit der Mental Load Falle oder so geschrieben. Und die hat in einem Blog einen Comic gezeigt, den ich auch gleich gerne mit euch teilen möchte. Und auf einmal bekam dieses Gefühl der Erschöpfung einen Namen. Lasst uns doch einfach mal direkt in das Thema starten. Nico, würdest du mal so freundlich sein und unsere erste Folie einblenden? So, jetzt habe ich natürlich noch vergessen, was zu sagen, aber das macht ja nichts, man kann es ja noch nachholen. Wir wollen heute über drei größere Themenblöcke mit euch sprechen und ja, der erste soll tatsächlich der Themenblock Mental Load sein und wir beginnen jeden Themenblock mit einem Bild, einem kleinen Video oder einer Folie und möchten mit euch das Thema ja so anwärmen und euch aber auch gerne die Zeit geben, 2-3 Minuten für euch selber nochmal drüber nachzudenken. Was bedeutet das Thema eigentlich für mich? Wie stehe ich dazu, bevor wir dann Verena und ich erst das Thema andiskutieren und dann gerne mit euch ins Gespräch kommen wollen? Ja, starten wir mit der ersten Folie, dem Thema Mental Load. Das war damals der Comic, der für mich ein Durchbruch bedeutet hat und womit die Comiczeichnerin Emma, eine Französin, auch unglaublich populär wurde. Sie beschreibt eine Situation, als sie ihren ersten Job hatte und dann von einer Kollegin zum Abendessen eingeladen wurde. Und als sie bei der Kollegin ankam, war diese gerade noch damit beschäftigt, ihre Kinder, die schon sehr müde waren,
ihnen Abendessen zu geben und sie fertig zu machen, um sie ins Bett zu bringen. Sie sollte sich dann hinsetzen und hat ein Glas Wein getrunken mit dem Mann der Kollegin. Aber während sie, die Kollegin, sich um alles kümmerte, Kind, Küche, Füttern, ins Bett bringen, kochte auf dem Herd ein Topf über und das ganze Essen ist übergelaufen und auf den Boden gelaufen. Und der Mann stand dann auf und hat nur gesagt, Mensch, was für ein Desaster, was hast du nur getan? Und die Frau antwortet, was ich getan habe, ich habe einfach alles getan. Das ist das, was ich getan habe. Und die Antwort des Mannes lautet, but you should have asked, I would have helped. Du hättest doch einfach nur fragen sollen. Bevor wir tiefer einsteigen, gebe ich euch gerne 2-3 Minuten in Stille. Wir schalten die Mikrofone aus. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr so eine Situation selber schon mal erlebt habt, ob euch die irgendwo begegnet ist und was das mit Mental Load zu tun haben könnte. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns starten. Liebe Verena, was hat denn You Should Have Asked mit Mental Load zu tun? Einfach so mehr um Hilfe bitten? Genau, das ist ja gerade die Frage. Die Frage, die sich eigentlich stellen sollte, ist, warum muss man erst um Hilfe bitten? Warum ist man, und das ist das, was mich auch ganz oft irgendwie so irritiert hat und hilflos gemacht hat, warum ist man denn der Einzige, der sieht, dass da was zu tun ist? Das ist ja eigentlich die Ausgangssituation, dass die Wahrnehmung total unterschiedlich ist und dass man hätte fragen sollen. Dabei ist die Frage ja eigentlich, warum hast du nicht sowieso schon mitgearbeitet? Oder warum hast du nicht das gleiche Verantwortungsbewusstsein? Und das zieht sich halt so durch. Das ist in Teams oft genauso, dass Kollegen sagen, ja, ich hätte ja mitorganisiert, hätte man mir mal was gesagt. Und andere, die sind dann schon fertig, weil die haben das gesehen und haben es gemacht und nehmen es auch als ihre Verantwortung an. Und das ist tatsächlich ein Unterschied in der Wahrnehmung der Aufgaben und in dem Verantwortungsbewusstsein. Und oft ist das Schwierige und das Schlimme gar nicht die Aufgabe an sich oder dass man sie erledigen muss, sondern das Herausfordernde ist dieses Karussell im Kopf, was dazu führt, dass man alle Aufgaben ständig mit sich rumsteppt. Und ich beschreibe das auch ganz gern mit so einem Bild von einem Jongleur. Man hat halt ganz viele Bälle ständig in der Luft, weil oft sind da ja auch Themen dabei, die kann man einfach nicht sofort klären. Also es sind Dinge, die sind nicht einfach so zu erledigen, sondern die muss man über einen längeren Zeitraum erledigen. Und das ist alles nicht schlimm, solange das wenige Dinge sind, aber je mehr Rollen man im Leben hat und je mehr Facetten dann dazukommen, umso anstrengender wird das. Und dann kommt hinzu, dass das häufig ganz schwierig beschreib- und besprechbar ist. Helena, das hast du ja auch gesagt, dass du das Gefühl hattest, nicht gut genug zu sein und einfach dich noch besser organisieren musst, noch produktiver sein musst, noch effizienter irgendwie arbeiten musst. Und genau das habe ich auch gemacht. Also ich habe versucht, noch mehr in den Tag reinzustecken. Ich habe überlegt, wo ich noch eine Stunde mehr Zeit herkriege, um noch eine Stunde mehr zu arbeiten, zum Beispiel. Dann habe ich noch mehr Arbeit bekommen, weil ich das ja so gut gemacht hatte. Es hat das Problem nicht wirklich gelöst. Und deshalb finde ich die Diskussion, die gerade läuft, so wertvoll, weil es das Thema besprechbar macht. Und es geht aus meiner Sicht dabei gar nicht darum zu sagen, ich habe hier jetzt ein Problem und du musst mir helfen und du machst das falsch, also wenn man im Team zusammenarbeitet, sondern es geht einfach darum, das besprechbar zu machen und sichtbar zu machen für alle. Das finde ich ganz besonders wichtig, dass es kein Blaming oder hier läuft was falsch oder hier macht irgendwer einen Fehler. Es ist einfach eine Situation, die ist da. Und die muss aus meiner Sicht einfach offen diskutiert werden, ohne dass man einen Schuldigen sucht dafür. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar die Verantwortung. Egal, ob wir ins Team gucken, also in die Arbeitswelt oder in die Familienwelt. Es macht ja einen Unterschied, und da komme ich jetzt nochmal auf den Comic zurück, ob ich jemanden bitte, kannst du bitte mal das und das tun? Oder ob ich das Gesamtpaket, was oft mit einer Aufgabe verbunden ist, komplett in die Verantwortung eines Gegenübers übernehme. Die Patricia hat das ganz schön, glaube ich, anhand
des Beispiels Kindergeburtstag mal dargestellt. Also für alle diejenigen unter euch, die Kinder haben, die durchaus auch mal von anderen Kindern zu Kindergeburtstagen eingeladen werdet, kennt ihr vielleicht diese Szene, dann findet ihr im Ranzen eures Kindes oder das Kind serviert euch die Einladung zu einem Kindergeburtstag und dahinter hängen ja ein paar kleine Schritte. Dahinter hängt sowas wie checken, kann das Kind nicht, was wünscht sich das Geburtstagskind, wo kann ich das organisieren, dann muss das eingepackt werden. Also das ist nicht nur, da ist ein Termin zu klären oder ein Kindergeburtstag, sondern das ist so ein Aufgabenpaket. Und natürlich wäre es einfach zu sagen, zu jemandem kannst du das und das Buch bitte da und da kaufen. Aber das ist eigentlich nur eine Zeile aus diesem Arbeitspaket. Und solange das ganze Paket noch nicht abgeschlossen ist, habe ich das wie einen dieser Bälle, von denen du gerade gesprochen hast, immer noch so als unerledigt im Kopf. Und das führt zu diesem Gefühl von, es ist immer irgendwie was zu tun oder es ist ganz viel da, an was ich denken muss. Der erste Schritt ist sicherlich, und das ist der vielleicht, na, ist das der unangenehmste? Nee, ich glaube, es gibt noch einen unangenehmeren, aber das ist einer, der Fleißarbeit braucht, sichtbar machen, was eigentlich alles zu tun ist, ob das jetzt im Team ist oder in der Familie. Und du hast ja in deinem letzten Podcast da auch ganz praktische Hinweise für gegeben, aber das heißt wirklich mal, sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was es so für unsichtbare und sichtbare Dinge zu tun gibt, ja, die eine Familie, ein Team, eine Gesellschaft zusammenhalten, deren Tätigkeiten aber nicht immer sichtbar sind. Ja, also ich glaube, im ersten Schritt ist es wahrscheinlich dann nochmal mehr Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Was aber gut daran ist oder was ich persönlich als sehr positiv empfunden habe, ist, wenn man es aufschreibt, dann ist es ein Stück weit für mich aus dem Kopf raus. Und ich bin ein großer Fan der Kanban-Methodik, also das ist jetzt agiles Arbeiten, das kennen viele von euch wahrscheinlich aus dem Job mittlerweile. Wir nutzen das halt auch zu Hause in der Organisation, weil und ich habe das vorgeschlagen und eingeführt zu Hause, weil ich das für mich total wichtig ist, das aufzuschreiben und es dann irgendwo hinzupacken. Dann weiß ich muss jetzt nicht die ganze Zeit an die 5 Schritte oder auch 7 Schritte, die hinter Kindergeburtstag stehen, alleine denken, die sind hier schon mal visualisiert. Das heißt, ich muss sie nicht im Kopf halten. Wenn ich denke, was war nochmal mit Kindergeburtstag, kann ich mir das schon mal angucken. Und vor allem sind sie auch sichtbar. Und das ist zwar viel Arbeit, aber was im ersten Schritt passiert ist, dass auch wirklich mal die Summe der Kleinigkeiten sichtbar wird. Du hast das mit diesem Kindergeburtstag-Beispiel sehr schön beschrieben. Eigentlich denkt man ja, Gott, ist ein Kindergeburtstag, ne? Also ist ja jetzt, ich muss den ja nicht ausrichten, das Kind geht ja nur hin. Trotzdem, dann muss ja, je nachdem wie alt es ist, auch noch geguckt werden, wer bringt es hin, wer holt es ab, wie sind da die Geflogenheiten, kann man sich da mit anderen zusammentun, wer ist wann dran und so weiter. Also da steckt ja eigentlich ganz viel einfach dahinter und das kann man so sichtbar machen. Und ein anderer Vorteil an Kanban ist, und das ist zu Hause super, aber auch für Teams ganz super, da gibt es eine Pull statt einer Push Philosophie. Das heißt, man verteilt nicht Aufgaben, die auf dem Kanban-Board stehen, sondern jeder nimmt sich die eigenverantwortlich. Und wenn man ein gemeinsames Commitment dafür herstellt, dass alle zusammen am Erfolg dieser ganzen Aufgaben arbeiten und jeder sich eigenverantwortlich Aufgaben zieht, dann gibt man auch die Verantwortung ab. Das kann natürlich sein, dass das auch mal schief geht und eine Aufgabe bei keinem auf dem Schirm war. Meistens sind das aber ja keine Themen, wo am offenen Herzen operiert wird. Also mir wäre es auch peinlich, wenn mein Kind ohne Geschenk beim Kindergeburtstag stehen würde. Mir wäre es peinlich. Mein Mann würde sagen, kann ja mal passieren. Same here. So, das finde ich auch nicht verkehrt, das finde ich auch nicht schlimm. Und ich hatte eben so aus einem, ich habe falsch geguckt, alles gut. Das ist einfach eine unterschiedliche Art, mit den Dingen umzugehen. Und wenn das sichtbar wird, sensibilisiert das aber denjenigen, der einfach da eine andere Beziehung zu solchen Themen hat,
dafür, was eigentlich dahinter steckt, was der andere so jeden Tag mit sich rumgetragen hat und warum der so gestresst ist vielleicht auch. Und der andere hat kann vielleicht auch mal ein Stück weit mehr loslassen. Und darüber spricht Patricia Camarata auch sehr oft, dass die sagt, wenn das jetzt jemand anders übernimmt, dann ist es der Job desjenigen, der es abgegeben hat, aber auch wirklich loszulassen und dann auch mit dem Ergebnis zu leben. Und für mich persönlich stelle ich mir manchmal die Frage, liegt nicht da mein eigentliches Problem, dass ich einen Anspruch habe, den mir jemand anders nicht gut genug macht? Und das finde ich ganz wichtig, da für sich selbst auch mal hinterzuschauen und das wirklich, wirklich gut zu reflektieren. Ist es tatsächlich, dass jemand anders die Verantwortung nicht nimmt? Weiß er überhaupt, dass da Verantwortung hintersteckt? Und wenn ich sie dann abgebe, kann ich sie auch so abgeben, dass wir alle was davon haben, dass der andere auch Erfolgserlebnisse hat, wenn er was erledigt hat. Wenn man dann immer nur dran rummäkelt, ist kein Wunder, dass Zusammenarbeit nicht gut funktioniert. Und das gilt aus meiner Sicht sowohl im Team zu Hause als auch im Team bei der Arbeit. Das ist da, sind die gleichen Mechanismen, die dahinter stehen. Ja, das teile ich, Verena. Wir haben mal eine wichtige Untersuchung gemacht und in dem Zusammenhang hat eine Dame auch diesen legendären Satz geprägt: Gleichberechtigung, das hört auf in dem Moment, wo ich die Tür des Kreissaales, also wo ich die Schwelle des Kreissaales überschreite. Und das fand ich ganz schön und ich muss gestehen, dass ich das auch im Familien- und Freundeskreis beobachte, dass bis zu dem Moment, wo ein Paar eine Familie wird, das heißt ein Kind zur Welt kommt, vieles gleichwertig läuft und dann scheint es irgendwie einen Bruch zu geben hin in alte Rollenmuster, in Erwartungen. Wir werden heute ja auch noch über das Thema alte Rollenmuster, alte Bilder, die uns bewegen, sprechen. Ihr schreibt ja im Chat auch noch auch schon darüber, das finde ich ganz spannend, denn ihr merkt, das Thema ist nicht einfach nur flach und mal eben abzuhandeln, sondern mir ging das so, je tiefer ich gebohrt habe, desto mehr habe ich gefunden und desto mehr hat es mich auch erschrocken, wie sehr wir noch in alten Mustern gefangen sind. Also ich würde ja denken, heute ist alles möglich, aber nein, ist es nicht. Und ich glaube, dass wenn Frauen immer noch eine so ungleich höhere Last mit sich herumschleppen, dann gehen die auch belasteter durchs Leben und können nicht all die Chancen wahrnehmen, die ihnen vielleicht geboten sind. Und solange sie aber unbewusst oder bewusst für Aufgaben noch verantwortlich gemacht werden oder sich selber verantwortlich fühlen, dann fehlt uns auch eine Freiheit im Kopf, uns ganz auf bestimmte Sachen zu fokussieren. So ein Thema, wo das für mich jetzt, wenn man sagt, es fehlt so ein bisschen irgendwie der Raum, sich ganz entfalten zu können, ist so ein Thema, wo ich das irgendwie immer wahrnehme, ist so das Thema Networking. Da, wenn man jetzt so über Männer und Frauen und klassische Rollenbilder und Stereotypen, einfach mal ganz kurz in die Stereotypen-Schublade. Frauen können ja nicht so gut netzwerken. Also das ist einfach so ein Thema. Und ich höre ganz oft, also ich bin auch im Frauennetzwerk bei uns im Unternehmen, noch relativ frisch, weil ich sonst immer so ein bisschen irgendwie so eine Schwelle hatte, mich da zu engagieren, aber jetzt bin ich voll dabei. Und dann höre ich ganz oft, ja, ich hatte keine Zeit, ich musste arbeiten. Ja, glaube ich, da lagen bestimmt 30 Aufgaben auf dem Schreibtisch. Das ist so, aber Netzwerken ist auch Arbeit und es ist ein wichtiger Teil der Arbeit und es ist Arbeit, die einen weiterbringt. Ob man die Excel-Liste noch so formatiert hat, dass jeder die auf einen Blick erkennen kann. Alle sind super zufrieden mit dem Ergebnis dann, aber es wird erstens niemandem insbesondere zugeordnet und es ist nichts, was einen beruflich jetzt weiterbringt. Wenn man gute Kontakte übers Netzwerken knüpft, kann einen das aber durchaus weiterbringen. Und das ist, glaube ich, so ein Unterschied einfach. Also, dass viele Frauen sich davon, und ich wirklich, also ich, mir ist bewusst, dass ich hier Stereotypen bediene und das ist bestimmt nicht in jedem Einzelfall so, aber ich erlebe es immer wieder, dass Frauen sich die Zeit einfach nicht nehmen oder nicht nehmen können, weil so viel da ist. Und Männer gehen da häufig anders mit um und sagen dann, nö, passt halt nicht. Und
Ich hatte letztens ein ganz tolles Gespräch mit einer Kollegin bei mir aus dem Unternehmen, die auch Mutter von einem Kind ist. Der Sohn ist 2 Jahre alt, die ist leitende Angestellte und sagte dann, ja, und sie ist dann immer so unsicher, ob sie den Termin absagen kann, wenn der ihr eigentlich nicht passt, weil sie da eigentlich was mit ihrem Kind machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, sag den Termin doch einfach ab. Geht doch keinem was an, was du machst. Da sagt sie, ja, ich habe immer das Gefühl, ich muss das erklären, warum ich dann um 17 Uhr nicht mehr zur Verfügung stehe. Und ich habe das lange Zeit auch gemacht. Mittlerweile erkläre ich das nicht mehr. Also ich kriege ganz oft Absagen von Menschen, die einfach nicht an Terminen, die ich einstelle, teilnehmen. Die schreiben, ich kann da nicht. Dann frage ich ja auch nicht, ach, hast du deine Familie nicht gut genug organisiert? Also, aber es ist so in uns, also in vielen ist es halt einfach noch so drin, sich dafür zu rechtfertigen und das zu erklären und zu sagen, ich bin aber nicht schlechter, obwohl ich mich jetzt hier gerade rausziehen möchte. Und deshalb finde ich es einfach super wichtig, drüber zu sprechen und da irgendwie dafür zu sorgen, dass ein bisschen mehr Mut und so ein bisschen so eine stolz geschwältere Brust irgendwie dabei am Ende rauskommt, weil also ich bin immer dafür, Privates auch im beruflichen Kontext zu teilen, wenn man es möchte, aber man muss sich nicht rechtfertigen. Ja, und das, was du so beschreibst mit diesen alten Dingen, die in uns kleben, das sind ja auch oft noch diese Märchen vom fleißigen Bienchen, ne? Die gerade uns Frauen noch beschäftigen. Ne? Ich werde, irgendwann wird schon auffallen, dass ich ganz fleißig bin und ganz hart arbeite, aber so dieses drüber reden, das sollen Mädchen ja vielleicht doch eher nicht so machen. Und da glaube ich, dass wir unbewusst immer noch ganz schön viele alte Sachen uns selber, ja, also wir fesseln uns da, glaube ich, an vielen Stellen. Und auch da glaube ich, dass der erste Schritt die Erkenntnis ist und das Sichtbarmachen von diesen Mustern. Jetzt hatte ich gerade einen klugen Gedanken und weg ist er. Nein, ich hatte vorhin gesagt, was ist eigentlich das Schwierigste? Ist das alle Mental Load-Aufgaben, wo immer wir uns befinden, aufzuschreiben? Ich glaube, das ist einmal eine Fleißarbeit und ein sich bewusst machen. Also da ist der Geburtstag irgendeiner netten Verwandten, die möchte angerufen werden, da soll ein Geschenk hingeschickt werden, wer besorgt das, wer kümmert sich, wer macht. Ich glaube, viele Frauen haben Weihnachten nicht nur in entspannter Erinnerung, sondern verbinden mit Weihnachten nicht nur die reine Heiligkeit, sondern auch mächtig viel Arbeit und mächtig viel, ja, Heinzelmännchenarbeit. Ich glaube aber, was noch schwieriger ist, ist die Tatsache, dass ich mich mit meinem Gegenüber auseinandersetzen muss. Das heißt, dass ich an einen Punkt kommen muss, wo ich sagen muss, mir fällt auf, die Arbeit hier ist ungleich verteilt, mir fällt auf, es gibt immer wieder Dinge, die weder bezahlt noch gesehen werden, die uns allen aber nützen. Können wir darüber sprechen? Und ich habe dieses tolle Buch von der Gemma Hartley hier liegen. Es reicht. Und vielleicht kann die Barbara das nochmal in den Chat stellen. Ansonsten schreibt mich an, ich teile gerne. Mein ganzer Nachttisch ist voll wunderbarer Lektüre gerade zu dem Thema. Sie sagt nochmal, wie schwer uns Frauen das immer noch fällt, bei aller Modernität, bei aller Gleichberechtigung, wirklich für unsere Sachen zu kämpfen. Denn Mental Load heißt auch, sich bewusst machen, ich bin irgendwie auch für die Harmonie hier in der Familie zuständig. Und wenn ich jetzt meinem Mitbewohner anranze und sage, das kann doch nicht sein, dass das schon wieder nicht oder das klappt hier nicht und wir müssen darüber sprechen, dass das anders ist, ich will und kann diese Last nicht mehr alleine tragen, dann ist es natürlich erstmal hin mit dem Familienfrieden für den Abend. Und dann habe ich die Wahl, mache ich selber und schütze den Frieden oder gehe ich in die Auseinandersetzung, gehe ich in das Gespräch, was vielleicht erstmal unangenehm ist, aber on the long run natürlich ein wichtiger Invest ist. Und das hat mich erschüttert, wie deutlich sie das nochmal pointiert hat, dass uns das als Frauen immer noch, also dass wir uns da selber auch bremsen und hindern. Ja, also ich glaube auch, dass das passiert und dass das eigentlich zu spät quasi drüber gesprochen wird. Das ist aber auch irgendwie Kern des Problems, weil wenn man dann so spät darüber spricht, dann kann man meistens nicht mehr sich nochmal kurz die Regeln der gewaltfreien Kommunikation
in den Hinterkopf rufen und diese dann auch gut bedienen, mit Ich-Botschaften deutlich Wünsche äußern, ohne Erwartungshaltung dahinter zu haben. Also ich sage das jetzt so ein bisschen pointiert. Ich war auch mal Kommunikationstrainerin. Theoretisch weiß ich ziemlich gut, wie das funktioniert. Hier zu Hause, wenn ich mich sehr darauf konzentriere und es anwende, werde ich ein bisschen komisch angeschaut, sag ich mal, was hat sie jetzt genommen? Aber das ist bei mir nicht natürlich. Also ich neige auch dann dazu zu sagen, wieso hast du nicht? Und damit ist das Gespräch ja eigentlich schon an der Wand. Und gerade deshalb ist mir dieser Appell so wichtig, dass man sich mal mit dem Thema auseinandersetzt, bevor man wirklich so an der Schwelle zur Überlastung steht. Dass man einfach mal sagt, okay, mir ist das und das hier bewusst geworden. Ich habe das ganz viele Aufgaben, die habe ich immer im Hinterkopf, schleppe ich mit mir rum. Ich glaube, wir haben noch nie darüber gesprochen, was eigentlich alles dahinter steckt, dass ich hier die Verantwortung für die komplette Orga rund ums Kind habe. So, und dann damit kann man, glaube ich, in so einem Gespräch, wenn man sich schon wirklich schlecht fühlt und richtig sauer ist, dass es wieder nicht geklappt hat mit der Aufgabenteilung, dann ist das ein schlechter Zeitpunkt fürs Gespräch. Und das ist so ein Dilemma einfach, in dem man steckt, weil wenn der Leidensdruck hoch ist, hat man mehr Motivation, was zu sagen. Aber ich glaube, und deshalb finde ich diese öffentliche Diskussion zu dem Thema so wertvoll, das Bewusstsein muss steigen. Und ich glaube, das passiert gerade im Moment, weil es halt an so vielen Stellen immer wieder diskutiert wird. Ja, und ich denke, die letzten Monate haben gezeigt, dass, also ich, mein geflügeltes Wort ist, Vereinbarkeit ist ein Märchen und Homeschooling, Homework, Homeoffice, alles auf einmal zu machen, ist also je nach Alter der Kinder, nach Lebenslage ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir haben über offene Diskussionen gesprochen. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, ich würde gerne mal die Runde öffnen und euch einladen als Zuhörerinnen und Zuhörer, euch zu beteiligen. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr uns lauscht? Möchtet ihr euch melden? Dann tut es sehr gerne. Also ich hätte da einen Vorschlag. Sehr gerne. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinen Trainings, ich bin also auch Coach, in dem Fall eben auch für Selbstgestaltung, Selbstverantwortung. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt bei dem Mental Load ist, dass man zunächst mal nicht sich so sehr mit seinem Gegenüber auseinandersetzt, sondern mit sich selber. Was, wofür will ich Verantwortung übernehmen? Womit setze ich mich auseinander und wie? Denn wenn ich mich entscheide, ich fühle mich verantwortlich, ich kenne das auch so, mit, dass mir einiges bei den Kindern sehr wichtig war, wo mein Mann sagte, auch macht ja nichts. Nicht? Das kenne ich auch. Aber ich denke, dann muss man auch sagen, es ist mir wichtig, dann stehe ich dazu, den Teil kann ich übernehmen. Andererseits sage ich bei anderen Dingen, du, bin ich anderer Meinung. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig, ist, zu sagen, hier ist mein Standpunkt und hier ist der des anderen und die auf Augenhöhe zu sehen. Und dann kommt es nicht zu diesem mir sehr nachvollziehbaren Brast, wenn man dann sagt, ja, schon wieder nicht. Nicht? Also das ist, glaube ich, kennt jeder von uns irgendwo. Das ist aber auch die Erwartungshaltung, dass der andere genau so reagieren muss, wie man selber denkt. Und mit dieser Erwartungshaltung ist das ist der Boden meiner Meinung nach sowohl für das eigene Overload wie auch das beim anderen, der sagt, was will die denn schon wieder? Und dann ist eben der Kanal dicht. Ich plädiere hier also für Augenhöhe mit sich selbst. Das ist ein schönes Wort, Augenhöhe mit sich selbst. Ich danke dir herzlich für deinen Beitrag. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand die Hand gehoben hat. Ich mal eben schauen. Ansonsten entmutet euch und sprecht gerne einfach mit. Ich sehe jetzt kein Handzeichen. Eine Frage im Chat. Schwerpunkt dieser Veranstaltung Beruf und Kinder. Nein, nicht zwingendermaßen, aber wir haben festgestellt, dass das
oder unser Wunsch war heute zu sagen, Mental Load, das ist ein Thema, was tatsächlich ja existent ist und es hat eine Auswirkung auf Familien und damit aber auch auf Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und unser Thema im Kompetenzzentrum ist ja Führung und Unternehmenskultur. Und wir glauben, dass eine nachhaltige, eine gute Unternehmenskultur einfach den ganzen Menschen im Blick haben sollte und gerade in diesen Zeiten auch auf dem Schirm haben sollte, was das heißt, wenn Leute in ihren vielfältigen Rollen agieren und was das eigentlich für mich als Führungskraft bedeutet. Aber wir werden das Thema Führung später auch nochmal ein bisschen vertiefen. Wenn gerade keine aktuellen Fragen sind, wäre meine Idee, dass wir zum nächsten Themenkomplex rüberschwimmen. Wir hatten vorhin gesagt, dass wir das Thema alte Rollenmuster aufgreifen wollten. Und wir haben da was gefunden, was ich nicht kannte, aber die Barbara, meine Kollegin Barbara, die ihr hier auch seht, mir erzählt hat, als sie mir mal ein Kochbuch zum Geburtstag schenkte. Und lasst uns doch einfach mal in einen alten Werbefilm von Dr. Oetker schauen und sehen, was da für ein Bild von Frauen transportiert wurde. Nico, würdest du das Video abschalten? So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. Natürlich nur bei einem solchen Erfolg. Und da gibt es eben die eine ganz bestimmte altbewährte Möglichkeit. Nämlich einen Kuchen, von mir selbst gebacken mit Dr. Oetker Backpulver, Bakin. Ja, ich hoffe, ihr wart ähnlich angetan wie ich. Wir haben hier als Familie lachend auf dem Sofa gelegen. Ich gebe euch gerne 2-3 Minuten nochmal Pause für euch. Mikro aus. Ihr könnt euch einen Kaffee, einen Tee holen, einmal das Näschen pudern und vielleicht mal überlegen, inwieweit uns diese zauberhafte Dr. Oetker-Werbung vielleicht bis heute noch beschäftigt. Wir hören uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Habt ihr alle Lust auf Vanillepudding von Dr. Oetker wahrscheinlich? Wir würden gerne den zweiten Themenkomplex mit euch starten, das Thema mit den ganzen Rollen, mit den Bildern. Und meine Kollegin Barbara von Würzen, die heute auch dabei ist und die mir ganz viel bei der Vorbereitung geholfen hat, hat sich im letzten Jahr ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, als Kompetenzzentrum rödelt dieses Thema seit Monaten in unser aller Köpfe und hat durchaus Einfluss auf unser Privatleben. Barbara, stell doch noch mal vor, womit ihr euch im letzten Jahr beschäftigt habt im Zusammenhang mit dem Thema Frauen und Rollen. Ja, super gerne. Wir haben eine Studie gemacht, gemeinsam mit der Universität Koblenz-Landau, mit Frau Professorin Gerlach, zu der Frage, wie Rollen, Erwartungen und Vorstellungen von eigenen Rollen sich auswirken auf Karriereentscheidungen und berufliche Wege. Weil das Video eben, ich fand das ganz lustig, da muss ich immer unglaublich lachen, aber so ein bisschen bleibt einem das Lachen auch, glaube ich, im Halse stecken. Weil in Wirklichkeit ist es ja tatsächlich so, dass wir immer noch ein bisschen geprägt sind von diesem Bild. Also ich bin Kind gewesen in den 70er Jahren. Meine Mutter war eigentlich noch so eine typische Vertreterin von diesem Bild, was da in dieser Werbung gezeigt wird. Und irgendwie so ein bisschen steckt das einfach noch in vielen Frauen, glaube ich, drin, in meiner Generation, vielleicht auch noch in der Generation später. Und das ist dann ganz, ganz wichtig. Ich finde, man muss sich das dann klar machen, wie beeinflusst mich das auch in meiner beruflichen Rolle und in meinem beruflichen Verhalten. Weil das, was wir sehen in diesem Bild, ist ja, die Frau ist einmal Fürsorge und einmal Dekoration. Und es ist ganz schwierig, glaube ich, da rauszukommen, dass man im beruflichen Umfeld nicht auch immer noch so agiert und versucht, so zurückhaltend zu sein und immer lieb und fürsorglich eben. Und das ist, glaube ich, auch alles nicht immer so einfach. Wir haben in dieser Studie 41 Frauen befragt in Interviews, die zwischen 25 und 60 Jahre alt waren,
die sich in unterschiedlichen Phasen ihrer Berufsorientierung befanden. Manche haben angefangen, manche waren schon sehr weit gekommen. Die Frauen haben wir frei erzählen lassen. Eine Stunde ging so ein Interview, damit es wirklich ein qualitatives Interviewstudie wird. Sie sollten relativ frei erzählen, wie haben sie, was für Rollen, Erwartungen haben sie an sich selber? Was haben Sie das Gefühl, wird von Ihnen erwartet in Ihrem Berufsleben? Und wie hat es Sie geprägt und Ihre Entscheidungen auch geprägt für Ihren Berufsweg? Und was wir gesehen haben, waren sehr, sehr viele Punkte, wo sich diese Rollenerwartungen schon auch auswirken auf das, was ich tue, wie ich mich im Beruf verhalte. Ich wollte jetzt einmal nur mal kurz, um mich nicht zu lang auszulassen, drei Faktoren rausholen. Das ist einmal, das haben wir genannt, die Likeability-Falle. Das haben wir vorhin auch schon mal so angesprochen. Diese Fürsorge kommt da auch wieder raus. Wenn Helena auch sagte, wer holt denn das Flipchart-Papier? Auch so, wir sitzen zusammen in einer Besprechung. Wer ist das dann meistens, der sagt, ach komm, ich gieße mal eben für alle ein bisschen Wasser ein. Das sind meistens schon auch Frauen und da muss man so ein bisschen aufpassen, denke ich, im Beruflichen, dass man nicht immer da reinrutscht. Das kann man auch anderen überlassen. Aber man hat oft so von sich selbst heraus das Gefühl, ich muss das jetzt tun und ich mache das mal eben. Und das ist schon auch in Ordnung. Also ganz wichtig ist, glaube ich, dass man sich da bewusst macht in dem Moment, was tue ich hier wieder? Ich bin jetzt hier schon wieder die Fürsorgende, die sagt, was koche ich und was ziehe ich an? Muss ich mich einfach ein bisschen selber reflektieren vielleicht und sagen, nehme ich mich ein bisschen zurück und lass auch mal, guck auch mal, ob das jemand anders vielleicht macht. Ist ja auch mal eine Idee. Dann ist das Thema Sichtbarkeit ganz wichtig gewesen für viele. Viele Frauen haben gesagt, ich bin das einfach so aufgewachsen, dass man sagt, man ist zurückhaltend als Mädchen. Man spielt sich nicht in den Vordergrund. Und es muss aber beruflich, muss man ja sichtbar sein. Man muss sich ja zeigen. Man muss sagen, hier bin ich und ich kann das und ich stelle mal dar, wie gut ich eigentlich bin. Männer können das deutlich besser als Frauen. Und das ist für viele Frauen etwas, wo sie sehr bewusst drüber nachdenken müssen. Das werden auch sicher die Damen oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Coaching-Erfahrung wissen, dass Sichtbarkeit für Frauen oft etwas ist, was sie sehr bewusst üben müssen, denke ich mal. Also das ist extrem wichtig, also gerade in der Pandemiezeit. Wir hatten jetzt eine kleine Umfrage, was Frauen, wie viel Arbeit an Frauen jetzt auch hängen bleibt, an Hausarbeit auch und wie das sich mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie in dieser Zeit machen lässt. Und viele Frauen sagen auch, sie haben die Sorge, dass sie jetzt vom Arbeitgeber auch nicht gesehen werden, weil sie eben im Hintergrund die ganze Familienarbeit leisten. Also Sichtbarkeit ist und bleibt einfach für Frauen ein riesengroßes Thema, was wir aus unseren alten Rollen und unserer Sozialisation heraus einfach oft nicht so mitbringen. Dann das letzte Thema, was wir ganz schockierend fanden. Die Umfrage ist Ende 2019 wurden die Frauen befragt, dass immer noch in diesem Jahrhundert die Frauen sagen, ich sage oft nicht im beruflichen Zusammenhang, dass ich Kinder habe. Das ist mir einfach unangenehm. Das kommt nicht so gut, wenn Männer sagen, ich muss mal eben mein Kind abholen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was Verena vorhin sagte. Wenn Männer dann sagen, ja, ich habe einen Termin, ich muss meine, keine Ahnung, Tochter vom Ballett abholen und sagen, halt, oh, wie toll und super. Und wenn ich das als Frau sage, werde ich oft noch so angeguckt, dass zumindest die Erfahrung der Frauen aus unserer Studie, dass man sagt, naja, du hast ja deine Organisation so gar nicht im Griff. Also das kann ja jetzt wohl irgendwie nicht sein, dass das hier nicht funktioniert mit dir. Und dass tatsächlich viele Frauen dann sagen im beruflichen Umfeld, ich will nicht in die Rolle der Mutter gedrängt werden. Das wird komisch. Ich will völlig professionell rüberkommen und da muss ich dann die Rolle Mutter wegschieben. Also das waren sehr, sehr interessante Themen und sehr berührende auch. Und man sagt, viele Sachen, an denen man arbeiten muss, in denen Frauen arbeiten sollten, wenn sie sich nicht von diesen Rollenvorstellungen, von dieser Sozialisation, die sie haben, beeinflussen lassen wollen in ihrem beruflichen Wegen. Das dazu, Helena. Vielen Dank, liebe Barbara. Ich erinnere mich an unsere wilden Diskussionen. Darf man die Kinder jetzt benennen oder muss man sie verstecken? Und wie irrsinnig das eigentlich und in welchem Jahrhundert leben wir? Ja, die Sache mit den Rollen, Verena. Ganz kurz, die Frau Linda würde gerne, die Doris, du würde gerne was dazu sagen. Wollen wir die vorlassen und dann sage ich gerne was zu den Rollen. Sehr gerne. Gut, dass du es gesehen hast. Doris. Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, dass Sie das heute machen. Ich möchte gerne auf Sie eingehen, Frau von Würzen, weil ich die Bertelsmann-Studie kenne. Ja, also ich meine, ich finde das beachtlich, dass Sie daran, ja, Sie machen ja die aktuellen Studien. Ich wollte nur sagen, was mich in dieser Karrierefrauen-Studie sehr nachdenklich gemacht hat, ich habe vor über 30 Jahren meine Diplomarbeit darüber geschrieben. Und mal ganz ehrlich, es gibt keine neuen Erkenntnisse. Und das ist echt,
das ist mega nachdenklich, weil sich eigentlich unser Leben geändert hat. Und ich bin von Haus aus Soziologin. Und Soziologen interessiert, was sind Entscheidungsmomente, was sind Verlaufsformen, was sind Brüche. Und da wurden auch, also ich habe qualitative Interviews ausgewertet von Frauen, die genau da, ich sag mal, biografisch, retrospektiv das gesagt haben. Und ich arbeite, ich meine, Sie, Frau Dr. Krüger, arbeiten ja auch entsprechend, denke ich mal, in diesem Management- und Führungskontext. Ich habe als Kunden, ich sag mal so platt, 95-98% Männer. Ja, und wenn ich mir das anschaue, es werden die Entscheidungen schon anders getroffen. Und ich halte es für extrem wichtig, dass wir uns das miteinander immer wieder anschauen, weil wir jetzt zusätzlich, und da habe ich echt Sorge vor, wenn wir jetzt noch das Thema haben, wie ist das mit der Quote und den Vorstands- und Aufsichtsrats entsprechenden Besetzungs Modalitäten, dann haben wir jetzt schon so eine Phase, dann kriegt nur eine Frau das, weil sie einen Rock hat und, ja. Also ich will das jetzt mal hier ganz platt in die Runde werfen. Und ich halte es für extrem wichtig, also gerade wenn Sie bei einer Versicherung sind, dann ist das ein Konzern. Und ich finde es extrem wichtig, das ist eins der hochpolitisch-strategischen Personalthemen. Ja, und dass man da miteinander schaut, dass man da, ich sag mal, nicht noch mehr Öl ins Feuer, ja, und da die Fronten, sondern genau das, was Sie sagen, Frau Ernst, es ist, je mehr man sich dieser Thematik scheinbar annimmt, desto vielschichtiger wird sie und umso schwieriger ist es eigentlich, konkrete, ich sag mal, Enden zu finden, wo man sagt, da setzt man jetzt den Fokus und nicht nur, um das hier nett zu besprechen, sondern auch, um Empfehlungen abzugeben, ja. Und das ist tatsächlich ein hochaktuelles Thema. Und ich finde, das, was Sie machen seitens Bertelsmann, dass Sie genau diese aktuellen Studien zur momentanen Zeit auch laufen lassen, die finde ich extrem wichtig, um damit auch ins Bewusstsein zu kommen. Ja, und diese Rollenmuster, die Erwartungen und all das, was da drin, die Lebensgestaltung, die Lebensentwürfe, und auch die Lebensrealitäten an Möglichkeiten sind doch verschieden. Ja, und wir wissen genau, dass das Leben oft nicht so ist, wie man sich das gedacht hat. Ja, oder dass viele auch im Sinne ihrer eigenen Erlebnisse entsprechend dann, ich sag mal, Besetzungsentscheidungen treffen. Und ich halte es für extrem wichtig zu gucken, wen kann man dabei unterstützen? Unterstützt man die Führungskraft, ja, oder unterstützt man eine Personalpolitik oder unterstützt man den Einzelnen oder die Einzelne? Das sind ja alles Möglichkeiten. Aber ich wollte nur mal so sagen, das Erschreckende ist, es gibt eigentlich nicht wirklich neue Erkenntnisse. Das ist fürchterlich, oder? Ja, das haben wir eigentlich auch gedacht, ja. Tatsächlich. Also wir waren davon ausgegangen bei dieser Studie, bei der Frage, warum sind immer noch nicht so viele Frauen im Top-Management, wie es sein könnte? Ja. Und auch kommt so von den Männern der Vorwurf, na, die wollen ja alle nicht. So. Ja, genau. Und dann haben wir uns eben damit beschäftigt, was hindert denn Frauen oftmals daran oder so? Und Frauenkarrierewege sind oft nicht unbedingt gerade. Also das haben wir herausgefunden, die sagen dann, jetzt bietet sich das gerade nicht so an, aber später. Und das ist, glaube ich, bei Männerkarrieren komplett anders, dass Frauen das alles nicht so. Ich möchte nur eins dazu noch sagen, und dann höre ich doch auch dann wieder. Aber was ich, also was zumindest bei mir damals rauskam, war, dass Frauen gerade, was Sie auch sagten, Frau Ernst, wenn es dann Kinder gab, ja, und dass sie, wenn sie berufstätig waren, immer anders entschieden haben als der Mann, nämlich immer mit einer kurzfristigeren Zeitperspektive. Und wir haben uns das dann so, dass es dann im Prinzip von der Karriere in diese Abwärtsspirale und Treppe geht. Und alleine dieses gar nicht, was ist sichtbar oder nicht, sondern das sind dann, bis die Kinder pubertär sind oder bis die aus der Grundschule oder immer dieses bis dann. Mhm. Und dann entscheide ich neu. Und da sind letztendlich Karriereentscheidungen bei Männern komplett anders, weil die davon ausgehen, dass sie ein Leben lang, ja, im Prinzip Karriere machen oder dafür sich ausrichten. Vielen lieben Dank. Ja. Wir müssen da was tun. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also ich habe ja einen Karriereschritt gemacht jetzt zum Jahreswechsel und von Gruppenleitung zur Abteilungsleitung da bei mir im Konzern. Und das ist schon dann mit leitenden Status und so. Und schon allein dieser Schritt, da habe ich dann auch kurz überlegt, geht das jetzt ja oder nein? Aber meine Tochter ist 3,5. Wenn ich jetzt darauf warte, dass die aus dem Haus ist, oder dass die wirklich so selbstständig ist, dass sie mich garantiert nicht mehr braucht, dann oder also nicht mehr so im Daily Business braucht, dann ist es tatsächlich, dann bin ich Mitte 50 und dann sagt man mir wahrscheinlich, ja, wären sie mal vor 10 oder 15 Jahren ums Eck gekommen. Also und deshalb habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt und wenn es schief geht, kann ich immer noch sagen, sorry, ich schaff's nicht oder es ist es mir jetzt nicht wert. Aber ich glaube, man muss da einfach mehr Mut haben, Dinge auszuprobieren und das ist, glaube ich, auch immer noch nicht besser geworden. Es gibt ja auch Untersuchungen dazu, auf welche Stellen bewerben sich Frauen eigentlich und auf welche Stellen bewerben sich Männer und wie viel Prozent der Stellenbeschreibung muss man eigentlich erfüllen, dass man sich darauf bewirbt. Oder für sich selbst, dass man selbst das Zutrauen hat. Und ich glaube, es braucht einfach ein verdammt großes, also es braucht viel mehr Zutrauen. Und ich weiß auch nicht, wo das so richtig herkommt. Also es kann ja eigentlich fast nur Sozialisation und Erziehung sein, dass Mädchen oder Frauen einfach so die vorsichtigere Schiene da fahren oder achtsamer sind auf das, was um sie rum passiert. Und ich habe mir einfach vorgenommen, bei meinen Entscheidungen immer zu sagen, also wenn ich mir so überlege, kann ich das oder kann ich es nicht? Ja, ich kann es. Also ich gehe einfach davon aus, dass ich es kann und dann soll man mir erstmal das Gegenteil beweisen. Aber bei mir ist das eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Und wenn ich meinen Mann erlebe, der ist im gleichen Alter wie ich, ich habe an der Universität studiert, der hat so ein Fachschulstudium gemacht, der ist nicht besser qualifiziert für irgendwas, aber der geht mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein in Themen rein. Und ich habe von dem echt viel gelernt. Also ich habe von dem auch verhandeln gelernt. Eine Zeit lang hat der mir, wenn ich einen neuen Job angetreten habe, vorher gesagt, okay, was willst du verdienen? Okay, dann jetzt noch mal so und so viel drauf. Und du sagst die Zahl, egal wie es dir geht, du sagst genau diese Zahl. Das ist fast ein bisschen peinlich, das zu erzählen. Aber es hat mir echt geholfen. Und ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass jungen Frauen auch vor der Karriere schon gesagt wird, das klappt, Leute, und geht da mal durch und ihr könnt das. Als ich studiert habe, und es war Anfang der 2000er, da hat ein Professor mal gesagt, ja, die Damen unter Ihnen, die sollten sich jetzt besser ranhalten. Wenn sie erst mit 28 fertig sind, stellt sie keiner mehr ein, weil sie ja dann Kinder kriegen. Das war auch schon dieses Jahrtausend. Und ich hoffe sehr, dass meiner Tochter sowas nicht mehr gesagt wird. Und ich hoffe, dass die Welt dann auch eine andere ist. Aber ich glaube, dafür brauchst du Vorbilder. Und deshalb nehme ich mir immer vor, mutig zu sein und nach vorne zu gehen. Und was kann schon passieren? Also, ja, man kann einen Job verlieren, aber nicht, dass ich das möchte, nicht, dass ich da irgendwie leichtfertig mit umgehe, aber ich mache mir immer so das Worst-Case-Szenario klar, um mir klar zu machen, wie hoch ist das Risiko hier eigentlich gerade für mich, wenn ich das eingehe. Und ich glaube einfach, dass man beim Einzelnen anfangen muss, eben bei so Diskussionen, wo muss man anfangen, beim Einzelnen anfangen muss. Und ich nehme mir immer vor, als Führungskraft auch anzufangen. Also ich nerve meine weiblichen Mitarbeiter immer deutlich mehr mit dem Thema, wollt ihr nicht nochmal in den, wir haben so einen Talentprozess, wollt ihr nicht in den Talentprozess? Bei den Männern bin ich mir sicher, die werden schon kommen, wenn sie wollen. Bei den Frauen hake ich da echt nach. Und die eine oder andere hat sich dann doch auf den Weg gemacht, obwohl eigentlich immer so, ja, mein Job gefällt mir ja ganz gut, so. Und da hoffe ich einfach auf mehr Mut und Vorbilder. Jetzt höre ich mal auf zu reden. Sorry, ich habe mich in Rage geredet. Alles gut. Ich finde, das war sehr mutmachend, Verena, bei einer Entscheidung, sich immer erstmal zu sagen, das kann ich, ist eine ganz gute Währung, glaube ich, um weiterzukommen. Aber es macht nochmal deutlich, wenn du auch sagst,
zu was für einer Zeit du studiert hast und mit was für Sprüchen auch junge Frauen immer noch konfrontiert wurden. Ich durfte mal ein paar Jahre meines Lebens im Krankenhaus arbeiten und es gab das geflügelte Zitat eines gynäkologischen Chefarztes, der sagte, Frauen im OP, das ist so wie Schweine im Weltall. Und das ist auch noch nicht so lange her. Und ich glaube, sich klarzumachen, mit was für Rollenverständnissen und Rollenvorannahmen wir selber ausgestattet wurden. Da darf ich jetzt nochmal auf Alex Krüger verweisen, die das vorhin ja auch gesagt hat. Es geht darum, uns selber nochmal in die Augen zu gucken, wie sind wir eigentlich aufgestellt, mit was sind wir groß geworden. Ich meine, wir sind ja auch von Eltern großgezogen und wir haben Rollenbilder gesehen. Ich habe zum Beispiel immer gewusst, dass ich ganz, ganz viele Kinder haben wollte. Und natürlich habe ich Abitur gemacht und studiert, aber ich habe mir seltsamerweise, naiverweise nie die Frage gestellt, geht das zusammen? Wie geht das zusammen? Gibt es da irgendwie ein Bild, eine Lösung? Und es gibt natürlich keine Lösung und es gibt nicht das perfekte Leben. Es gibt ganz viel Chaos und ganz viel, was schief geht, aber irgendwann zu denken, das ist nicht nur ein privates Thema, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema und auch das ist ein Grund mit, warum ich so sehr für die Quote bin, damit wir endlich viel mehr Frauen sehen und mit einer Normalität in ganz, ganz wichtigen und unwichtigen und mittelwichtigen Jobs sehen, dass das nicht mehr ein Entweder-Oder ist oder nur so eine Ausnahme. Sehe ich da einen Finger oder nur ein Nicken? Bitte meldet euch einfach, wir sind nicht so viele, als dass ihr nicht einfach mitdiskutieren dürftet. Also weil jetzt auch gerade der Bezug auf mich war, mache ich das jetzt mal. Ich glaube, hier ist was gefallen, was ich ganz wichtig finde. Ich trainiere ja viele auch im Thema Selbstbewusstsein und zwar mit den Ressourcen, die wir im Gehirn haben. Weil gerade so die Forschung aus der ganzen Neurowissenschaft sind unheimlich interessant und geben uns ganz viele Chancen. Also ich spreche jetzt nicht vom inneren Team wie der Psychologe damals, Friedemann Schulz von Thun, sondern ich sage, wir haben auch tatsächlich ein physisches inneres Team. Und da mehr darauf zu vertrauen, wissen, welche Ressourcen muss ich wann, wie aufbauen, ist natürlich dann ein Riesenfachgebiet. Und deshalb sind ja auch sind Männer und Frauen da. Die Ängste sind gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Die Rollenbilder bestimmen wir. Also ich bin wirklich, ich bin ja noch älter als das, was ich hier so um mich herum sehe. Und ich hatte also einen Mathelehrer, der sagte in der Mathematik, kurz vorm Abi zu mir, sag mal, wieso brauchst du Mathematik? Das ist doch völlig wurscht. Du willst du deine Kartoffeln später auf Lateinisch schälen? Der Schuss ging nach hinten los, weil genau jenen Mathelehrer, ich hatte dann mein Medizinstudium, ich war in der Chirurgie, ich habe ja vorher noch Physiotherapie gemacht, also das ist auch noch dabei. Und ich mache also das Zimmer, die Tür auf und merke, dass ich einen Patient versuche, in Luft aufzulösen. Es war genau jener Mathelehrer, der nun sagte, uiuiui, was habe ich da getan? Er wusste ja genau, wie er mit mir umgegangen war und ich habe das auch nie als schlimm empfunden, sondern ich habe immer gesagt, jo, das ist seine Meinung, ich habe eine andere. Ich glaube, gerade wenn man in der Chirurgie und Orthopädie gearbeitet hat, ist es wichtig zu lernen, dass wir Frauen nicht die besseren Männer sein müssen. Es ist genau so, wie wir mit unseren Fähigkeiten rangehen, auch mal ganz bewusst zu sagen, das können wir und das geht. Und dafür ist die Selbsterforschung, ich sage mal, das Zwiegespräch mit dem eigenen Ich eine wunderbare Methode, die ich anwende. Ich habe jetzt, plane ich gerade noch, dass wir wirklich so Workshops machen für Menschen, die sich halt kein Einzelcoaching leisten können. Denn natürlich unterliege ich immer der Schweigepflicht. Und dann auch noch gleich von drei Berufen, also ganz gut. Ich bin so richtig rundum abgesichert damit. Aber es gibt so viele Möglichkeiten mit diesen ganzen beschriebenen Rollenbildern. Und ich stamme aus einer Zeit, da waren die Frauen so. Da, wieso willst du denn Abitur? Wieso, Kind, hast du ein Problem? Und ich habe Gott sei Dank Eltern gehabt, die beide studiert haben, die beide selbstbewusst waren, die auch sich das geteilt haben, die da sehr emanzipiert waren. Meine Mutter war bei Werner Höfer in einem Frühschoppen und da musste man damals schon mit den Ellbogen kämpfen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich selber sagt, was ist eigentlich meine Erwartung? Was erwarte ich von mir? Wie sehe ich mein Bild? Und dieses Selbstbewusstsein, das kann jeder von Ihnen ja haben, sind ja wesentlich jünger. Bei mir sagt man immer, ich habe jetzt neulich einen jungen Mann gehabt, der hat gesagt, also ich will noch was aufbauen. Lohnt das noch? Ja, es lohnt. Es lohnt immer noch.
Unbedingt, würde ich ergänzen, unbedingt. Das wollte ich nur ganz kurz zu dem Selbstbewusstsein sagen, weil hier ist immer die Frage von Schuld oder Fehler. Wir müssen nicht perfekter sein als die Männer, aber auch nicht so. Wir müssen uns dann auch damit auseinandersetzen, was wir wirklich selber denken. Denn das ist ja die eigene Vorstellung, die wir nach außen tragen. Wir geben ja unser Weltbild ab, nicht das der anderen. Ja, das ist sehr schön formuliert. Ich erinnere mich an einen Job, als ich in die Wirtschaft dann wechselte, hatte ich eine weibliche Führungskraft, die ganz bewusst die Getränke in ihrem Besprechungsraum an einem Ende des Tisches platziert hat, damit sie nicht in die Verlegenheit kommt, den Gästen das Wasser einzuschenken, sondern sie hat dann immer gesagt, bitte bedienen Sie sich. Und das hat mich total beeindruckt, wie reflektiert die war und wie cool. Und es gab irgendwann einen Punkt in meiner Berufsbiografie, wo ich für mich entschieden habe, für mich ist das total okay, jemandem irgendwie ein Wasser einzuschenken und einen Kaffee. Aber ich glaube, ich gucke nochmal anders auf diese Szenen. Ich trage, wie ihr seht, bunte Kleidung und durchaus auch Röcke und Kleider und habe mich auch dafür irgendwann bewusst dafür entschieden, nicht im dunkelblauen Sakko im Job rumzulaufen. Und ja, das ist immer wieder eine individuelle Reflexion und ein drüber nachdenken und ein sich bewusst machen. Die Frau Lindner. Achso, ich hätte danach auch noch eine Wortmeldung. Achso, nee, ich kann auch ein Stück warten. Machen Sie mal erstmal, Frau Wittenbach. Gerne. Ich mache jetzt auch mal die Kamera an, obwohl ich vom Sport komme und alle sind so schick, aber es macht nichts. Ist dann doch ein bisschen netter, wenn man das Gesicht sieht, glaube ich, wenn jemand spricht. Hallo Anna, wie schön, dass du dabei bist. Hallo, genau. Danke, dass ich dabei sein kann. Nee, ich finde die Diskussion sehr spannend und auch interessant, dass wir jetzt so viel über das Thema Selbstbewusstsein sprechen und so ein bisschen die individuelle Perspektive, also das Thema Empowerment, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Ich finde es schön, wenn wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen jetzt darüber sprechen oder auch noch mal beleuchten, was können denn die Unternehmen tun? Also gerade wenn wir hier alle auch als Führungskräfte von Unternehmen sprechen, was kann die Unternehmen tun, wenn man sich eben bewusst macht, dass es Unterschiede gibt? Und ich fand es irgendwie ganz spannend. Ich habe neulich eine Studie gelesen. Mir war das zum Beispiel auch nicht so bewusst. Das hatte ich auch gerade in den Kommentar da geschrieben. Dieses ganze Thema gendersensitive Ausschreibungen. Ja, also wenn man sich einfach bewusst macht, dass das, was auch Verena gerade gesagt hat, ja, Frauen trauen sich vielleicht häufiger ein bisschen weniger zu, wenn die da sehen, 15 Jahre Berufserfahrung und man hat nur 13 so. Oh Gott, da bewerbe ich mich nicht. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, da ist es dann, glaube ich, gut, so dieses Thema Empowerment und sich trauen und eher wie Männer agieren, die dann sagen, ja gut, ich habe nur 9 Jahre Erfahrung, ich bewerbe mich trotzdem. Aber auch die Unternehmen können ja anders agieren. Und man kann sich ja eben fragen, wenn man jetzt eine Stelle ausschreibt, ist es jetzt eigentlich so relevant, dass die Person 15 Jahre Berufserfahrung hat? Frauen gehen viel mehr, wenn eben Themen wie Teamfähigkeit, Empathie, Kommunikationsfähigkeiten, wenn sowas in der Ausschreibung steht, spricht das Frauen sehr viel mehr an. Und ich habe immer das Gefühl, dass bei der ganzen Diskussion, umso wichtig das auch ist, ja, dieses Thema Empowerment und dass die Frauen sich ruhig trauen sollen und dass man da ein bisschen mehr, ja, manchmal wie die Männer agiert, so ein bisschen so auf den Putz hauen und sagen, hier bin ich. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber wirklich, was können auch die Unternehmen tun, um eben zu gucken, wie kommt man Frauen. Und das ist dieses Thema Ausschreibungen das eine, aber es ist natürlich auch dieses ganze Thema, warum traut sich eine Frau nicht zu sagen, ich kann um 17 Uhr nicht mehr ins Meeting, weil ich irgendwie mein Kind abholen muss. Ja? Und ein Mann traut es sich ja auch nicht zu sagen, Männer ja noch viel weniger, die werden ja irgendwie ganz blöd angeschaut. Also warum ist es eigentlich gesellschaftlich nach wie vor so schwierig, irgendwie sowas zu sagen? Und ich glaube, da gibt es schon auch noch viel, wenn man zum Thema gesellschaftliche Verantwortung spricht, auch so ein bisschen, was können denn die Unternehmen tun, und auch das Thema Bezahlung. Es ist natürlich klar, können Frauen auch lernen, besser zu verhandeln und ein bisschen fordernder zu sein. Aber ein Unternehmen kann sich ja auch als Ziel setzen, dass sie da gar keine Unterschiede machen wollen. Und auch wenn eine Frau weniger sozusagen anbietet, sagen, nee, für eine Abteilungsleiterin, das sind hier unsere Gehälter und selber drauf achten. Genau, es waren so ein paar Aspekte, die ich noch einbringen wollte. Danke, Anna. Das ganze Thema Unconscious Bias spielt da ja auch rein, wenn ich über
den Moment auch nachdenke, in einem Bewerbungsgespräch beispielsweise. Für mich war damals so legendär der Durchbruch, den viele Orchester gemacht haben, als sie angefangen haben beim Vorspielen einen Stoff oder sowas aufzuhängen, damit sie nicht mehr sehen, wer musiziert. Und dann wurde auch noch zum Teil simuliert, ob jemand mit Klackerschuhen reinkommt oder nicht. Und schwupps, auf einmal gab es deutlich mehr Frauen in den Orchestern. Also es ist ein bisschen gebetsmühlenartig, aber tatsächlich immer wieder zu gucken, was für Vorannahmen reiten uns, aber dadurch auch die Organisationen, in denen wir tätig sind und die Strukturen, die wir da aufbauen. Ne? Wie schreiben wir überhaupt Stellen aus? Wie besetzen wir Stellen? Wie setzen wir auch Arbeitsgruppen zusammen? Vielen Dank, Anna. Doris Lindner hatte sich gemeldet. Oder, Verena? Ja, genau. Also wer atmet lauter? Die Doris mich? Kann zuerst. Die hören mich? Ja. Ja, wir hören Sie. Okay, ich würde gerne nochmal die Frau von Würzen damit mit ansprechen, weil, wenn ich das richtig erinnere, haben Sie ja genau in Ihrer Studie auch den Titel mit drin, Frauen gehen andere Wege. Ja, und für mich ist das so ein Teil, gar nicht nur, wenn ich jetzt nochmal Bezug zu dem heutigen Thema nehme, diese Mental Load, und diese Selbstoptimierung und diese sich selbst in Frage stellen und, sondern eben auch zu schauen, was kann man tun, unterschiedliche Wege auch sichtbar machen und auch dieses Gespür weiter zu entwickeln und zu unterstützen, den passenden Kontext zu finden. Ja? In welcher Kultur fühlt man sich in welcher Lebensphase auch wohl? Und also meine These oder ich denke mal auch unsere Erfahrung ist aktuell, Karrierepfade werden ja auch zunehmend unterschiedlicher. Und wenn man das ein Stück mehr ins Bewusstsein bringt, ja, dass Laufbahnen eben nicht mehr eindimensional sind, ja, oder sehr tradiert, sondern dass es von 70 gibt es vielleicht 30% auch in den Unternehmen ganz unterschiedliche eigene Wege. Und ich glaube, das würde, wenn die Ihre Frage stellen, was können Unternehmen tun, auch hinzuschauen, welche Vielfalt an Karrierepfaden sich auf dem Weg ergeben. Ja, und gar nicht nur immer an die Person, ja, und da drumherum zu doktern. Sondern das attraktiv machen, Karriere zu gestalten. Mhm. Ist das ein Appell an eher an HR und auch mal so ein bisschen over the rim zu gucken, was überhaupt unser Bild von Karrierepfad ist, Frau Lindner? Ja, also auch, also zum einen habe ich das bei Ihnen rausgelesen, Frau von Würzen, in der Studie. Ja, und meine Erfahrung ist, dass es eben einmal ist es ein Frauenthema, aber Männer gehen ja auch ein Stück anders Karriere. Ja, es gibt ja auch diese Projekt- oder die Diven-Karrieren oder die VIP oder ich sag mal, ja, oder die Experten und sonst wie. Und wenn wir die Vielfalt stärker auch nehmen, ich weiß gar nicht, ob HR dafür der passende Partner ist, sondern es ist oft auch eine Frage von Unternehmenspolitik, ja. Ja. Ich würde es vielleicht sogar noch ein Stück höher hängen. Ja. Wir haben das ja herausgestellt, wenn ich ganz kurz nur sagen darf, wir haben uns immer bemüht, am Ende jedes Kapitels so ein bisschen zu sagen, wer ist dafür zuständig und wer kann was machen, weil es ist für uns auch auf jeden Fall ein Thema der Unternehmenskultur. Es ist immer eine Frage von Vorbildern. Wenn ich sehe, dass der Chef auch mal sagt, nee Leute, jetzt also muss ich heim, weil Kinder betreuen, dann habe ich auch als Mitarbeiterin ein ganz anderes Gefühl dafür, dass ich sagen kann, kann ich auch mal sagen. Ja, das ist unglaublich wichtig, dass man diese Vorbilder in der Führung hat. Dann nur irgendwelche Lippenbekenntnisse, das glaubt nicht unbedingt jeder. Und das ist wirklich eine Frage der Atmosphäre. Da sieht man, ich kann das sagen, das wird gesagt und es wird auch akzeptiert, wenn ich das sage. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Also wir haben uns tatsächlich bemüht zu gucken, wer ist dafür zuständig, wer kann was machen. Es liegt nicht nur an den Frauen selber, es liegt auch an Führung, an der Kultur und an all diesen Dingen, die noch drumherum mitspielen. Hier ist noch eine Wortmeldung. Legen Sie los. Ich schwanke jetzt zwischen du und Sie, aber nehmt es mir bitte nicht übel. Ich habe kein Problem. Ich habe eine Frage an Verena Schohl. Und zwar ist es, ich kenne Unternehmer, die mir gesagt haben, sie fangen an zu überlegen,
ob denn der Lebenslauf wirklich das Entscheidende ist. Ich hatte dann mal in einem Training gesagt, der Vergleich ist der Tod des Glücks. Das hat auch der Peter Kreuz einen sehr schönen Artikel dazu geschrieben. Jeder Vergleich ist immer das Ende der positiven Stimmung, weil man vergleicht sich mit dem anderen. Das ist aber immer unfair, weil man ja sich selbst als ganzes Konglomerat sieht und der andere, der ja taucht ja nur mit seinen Positiven auf. Und ich glaube, dass das ganz schwierig ist für Unternehmen, wenn sie jetzt, also wenn man jetzt die Lebensläufe sieht, dann sind sowieso die Männer auf der Plusseite, weil bei uns teilweise Auszeiten sind. Ja, also wenn man mehrere Kinder hat, dann ist man eben auch manchmal, gerade in der Medizin, schnell weg vom Fenster. Und dann muss man neue Wege gehen. Ich glaube, dass eine Vita alleine nicht entscheidend ist. Und wenn man dann sieht, also ich kenne einen Kollegen, der hat seine Wand voll nur mit Testaten. Ich schwöre es Ihnen, wenn Sie da reinkommen, dann ballert ihn ein Testat nach dem anderen. Wie eine Tapete und dann so schön gerahmt. Und dann habe ich nichts weiter zunächst gesagt, hatte ein Symptom gemeldet, weil wir wollten uns diesen Kollegen etwas schärfer und genauer anschauen. Und er guckt, Schulterschmerzen, machen Sie mal die Schulter frei, kriegen eine Spritze. Ich sage, Herr Kollege, was ist Ihre Diagnose? Oh, Sie sind Kollegin. Und dann hieß es, ja, das ist die und nehmen Sie hin. Und ich sage, nein, die ist schlicht und einfach falsch. Und bin rausgegangen. Das ist so, ich bin gut, weil ich habe da die Zeugnisse an der Wand. Und ich glaube, das Zuhören, das wirkliche Hineinfühlen, das kann fast oft mehr kommt, wenn man sagt, wer ist der Gegenüber eigentlich? Wer ist mein Gegenüber? Was macht es? Was hat es sich entwickelt? Was für Gedanken sind jetzt da? Und nicht, wann habe ich in der Vorschule mit dem Nachbarn vom Bankdirektor gespielt? Ja. Ja, das ist so meine Überlegung. Deshalb sage ich, das wäre für alle Führungsetagen immer eine Überlegung wert, mal zu sagen, okay, Lebenslauf, wenn man es braucht, bitteschön, aber mal zur Seite legen und erst mal den Menschen kennenlernen. Wenn ich den Lebenslauf gelesen habe, dann ist damit Feierabend mit kennenlernen. Dann habe ich mein Bild. Also ich glaube auch, dass Lebensläufe nur ganz wenig wiedergeben. Und eine Kollegin von mir hatte so eine Postkarte im Büro hängen, stand drauf, Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Und dann Antwort, ja, war geil. Also ich natürlich bei weiblichen Lebensläufen, wenn Kinder da sind da Lücken sozusagen drin. Es gibt durchaus Bestrebungen, genau die Kompetenzen, die Frauen in der Zeit aufbauen, wo sie nicht im Job sind, sondern zu Hause wertvolle Arbeit leisten, die auch sichtbar zu machen und die auch besprechbar zu machen. Und also ich persönlich vertraue Lebensläufen grundsätzlich nicht so sehr, weil ja, das, also da kann ja jeder genau das reinschreiben, was man wissen möchte. Und ich glaube, Fachlichkeit kann man grundsätzlich immer irgendwie, also in dem Bereich, wo ich bin, ich arbeite in der Versicherung und in der Weiterbildung, da ist es so, wenn jetzt jemand eine Methode noch nicht kennt, irgendeine Fachlichkeit gerade fehlt, die kann jeder aufbauen, aber ins Team zu passen, kreative Lösungsansätze zu liefern, da einfach innovativ zu denken und auch über den Tellerrand zu denken. Das ist sowas, das kann man im Gespräch rausfinden, da kann man sich drüber austauschen, das kann man eigentlich nicht aufschreiben und das kann man aber auch schwer lernen. Also ich glaube tatsächlich, dass viel über das Gespräch einfach funktioniert. Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, versuche ich immer mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also wenn sich Externe bewerben, dann mal einen Workshop irgendwie von jemandem, den extern einzukaufen und mal zu gucken, okay, wenn der das moderiert, wie ist der eigentlich? Ich finde, Papier ist immer sehr geduldig an der Stelle. Also ich bin da auch kein Fan von. Ich finde es auch nervig, die zu schreiben selbst. Aber ja, also ich bin da ganz dabei, dass das nicht mehr so relevant ist. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um so langsam in unseren dritten Themenkomplex rüber zu schwimmen, wenn wir uns das Thema Führung und die Rolle von Führung in dem Zusammenhang nochmal näher anschauen wollen. Ich würde den wunderbaren Nico nochmal bitten, unsere nächste Folie zu zeigen. Genau. Ja, wir sehen jemanden mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Die Überschrift Servant Leadership. Ist das jetzt eine Aufforderung an alle Führungskräfte, mehr Kaffee zu trinken, mehr Kaffee an die Mannschaft zu verteilen? Was ist das, was ihr verbindet mit dem
Wort dienen und einer Führungskraft. Und auch hier würde ich euch gerne nochmal 2-3 Minuten geben, in Stille, mit Kaffee oder ohne Kaffee, um mal zu überlegen, was dieses Thema für euch bedeutet. Und dann geht's gleich weiter. So, ihr Lieben, starten wir die letzte Runde. Es geht um das Thema Leadership, das Thema Servant Leadership. Verena, was hat es denn mit dem Kaffee auf sich? Läufst du rum und schenkst all deinen Teammitgliedern jeden Morgen den Kaffee ein? Da sind wir wieder bei der Fürsorge, ne? Die man so als weibliche Person hat. Nee, der Kaffee ist für mich so ein bisschen so ein Symbol für den Wechsel beim Thema Leadership oder für ein anderes Verständnis von Leadership. Also im Unternehmen, in dem ich arbeite, da gab es früher eine Kaffeedame, die fuhr so über die Gänge und fragte dann, wie möchten Sie Ihren Kaffee trinken, und verteilte da Kaffee. Das war allerdings, bevor ich da angefangen habe. Noch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts aber. Also gab es diese Kaffeedame und die Chefs hatten dann noch eine eigene, die extra kam. Für mich ist es einfach so ein Symbol für den Wechsel in Führung, während es vor Jahren, glaube ich, noch total selbstverständlich war, dass der Chef oder die Chefin die Kaffeebestellung weitergab, findet heute viel mehr auf Augenhöhe statt. Und ich glaube, es braucht heute auch ein neues Verständnis von Führung. Und dieses Verständnis geht aus meiner Sicht weg von Anweisungen und ich weiß alles und sag dir, was du zu tun hast. Und am besten sage ich dir auch noch, wie du es zu tun hast, hin zu einer kooperativen Führung auf Augenhöhe und einem Befähigen. Und ich glaube, dass die Führungskraft als Sparringspartner, als Facilitator, also als Ermöglicher für die Mitarbeiter heute ganz, ganz wichtig ist. Als Führungskraft muss ich nicht mehr am besten wissen, wie etwas funktioniert oder es am besten können. Als Führungskraft muss ich die richtigen Fragen stellen können, aus meiner Sicht. Also ich muss wissen, worum es geht und das gut hinterfragen können. Und ich muss Menschen dahin entwickeln, eigenverantwortlich vorzugehen und selbst Verantwortung für Themen zu übernehmen. Und Verantwortung dadurch dann auch abgeben können. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger, da haben wir einen ganz wichtigen Schritt im letzten Jahr geschafft, begünstigt durch die Pandemie, ganz einfach, weil das Thema Homeoffice ja auch immer was mit Vertrauen und Verantwortung zu tun hatte. Viele Führungskräfte hatten vorher Sorge, Mitarbeiter ins Homeoffice zu geben, weil die arbeiten da ja nachher nicht und machen nur die Wäsche oder gucken Fernsehen. Haben sich das nicht getraut und hatten auch nicht das Vertrauen. Jetzt musste das halt so sein. Und in der Regel wird festgestellt, es funktioniert halt einfach. Und mit diesem ersten Schritt, wo man auch wirklich ein Stück weit Verantwortung an den Mitarbeiter zur Selbststrukturierung abgegeben hat, ist, glaube ich, ganz viel geschafft. Und da muss Führung einfach weitergehen und noch weiter dafür sorgen, dass Mitarbeiter, und das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe von Führung, auch befähigt werden, die Verantwortung zu übernehmen und die Rückendeckung haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kann nicht sagen, hier ist die Verantwortung, lieber Mitarbeiter, herzlichen Glückwunsch. Wenn der Mitarbeiter 20 Jahre lang anders gearbeitet hat, wird er die nicht so nehmen können. Dafür ist der Mitarbeiter und nicht Chef geworden. Also das ist einfach, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dieses Befähigen. Und das wirklich auf Einzelpersonenebene und nicht mit der Gießkanne. Und das andere ist dann auch die Rückendeckung geben. Also das Thema Fehlerkultur steht für mich ganz eng im Zusammenhang mit Servant Leadership und Umgang mit Fehlern. Und da wünsche ich mir einfach, dass Führung eine ganz starke Rolle spielt und so ein Bindeglied in so eine neue Welt halt einfach schafft, Mitarbeiter mitnimmt, befähigt und gut aus dem lernt, was auf diesem Weg passiert. Weil es werden Fehler passieren, aber in den meisten Fällen werden die nicht kriegsentscheidend sein. Insofern, glaube ich, kann man da auch mitleben. Wir haben ja heute ganz viel über Rollen und Rollenannahmen gesprochen. Und wir beobachten das so, dass in vielen Organisationen immer noch sehr althergebrachte Bilder von, wie eine Führungskraft eigentlich zu sein hat, vorherrschen. Und ich glaube, das steht dem im Weg, wie du es jetzt schilderst und wie es auch gut und gesund wäre. Und ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, da wo Leute schon auf einem guten Weg waren und irgendwie auch gelernt haben, sich ein bisschen zurückzunehmen, dem Gegenüber anders zuzuhören,
tiefer zuzuhören und ja auch im Dienste und im Sinne des Gegenübers zu handeln, da konnte ganz, ganz viel passieren. Es klingt trotzdem nicht so, als wäre das ein leichter Job, weder für Führungskräfte noch für Leute, du hast es gerade ganz schön gesagt, die auch anderes gewohnt sind. Und wenn ich mich alleine in unserer Straße hier umschaue, wie Homeschooling betrieben wird, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Also die einen werden ja gezwungen, um 8 am Rechner zu sitzen und dann kriegen die Input. Und bei uns ist es so, dass unser Kind Aufgabenpakete bekommt, die es selbstverantwortlich erledigen muss. Das kann man sich jetzt ausrechnen, wie das mit der Selbstverantwortung ist mit 11. Gleichzeitig denke ich manchmal, aber genau das ist eine Fähigkeit, die dieses Menschenkind braucht bei seiner weiteren Lebensplanung, bei der Karriere. Und was trainieren wir eigentlich in unserer Gesellschaft und erwarten jetzt in diesen ganzen modernen Zeiten von Menschen selbstverantwortlich zu handeln? Und sie haben es nie gelernt. Und im Zweifel werden sie für Fehler noch sehr, sehr schnell, sehr hart abgestraft. Und ich glaube, Vertrauen ist da der Schlüssel. Und die Rolle, also die Aufgabe der Führungskraft ist aus meiner Sicht, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Weil die muss das vorleben. Also das ist wirklich, und das darf nicht nur gesagt werden, es muss gelebt werden. Und man muss dann mit also Vertrauensvorschuss geben, und wenn das Vertrauen, wenn es bewusst ja missbraucht wird und jemand einfach nicht arbeitet oder so, bin ich die Erste, die sagt, so, hier muss ein Gespräch her und da müssen Konsequenzen her, weil sonst nimmt es auch keiner mehr ernst. Da bin ich total dabei. Aber es passieren ja ganz viele Fehler oder Missgeschicke oder irgendwas wird nicht richtig gemacht oder nicht so, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat, ohne dass jemand bewusst schuldhaft in irgendeiner Form handelt. Es passiert halt einfach. Es sind Rahmenbedingungen falsch eingeschätzt worden oder so. Das kann alles passieren. Und da ist es ganz wichtig für Mitarbeiter zu erleben, dass solche Fehler keine negativen Konsequenzen haben, sondern dass, wenn so ein Fehler passiert, einfach geschaut wird, okay, was können wir daraus lernen? Was müssen wir beim nächsten Mal anders machen, damit sowas nicht wieder passiert? Und wie können wir in Zukunft damit umgehen? Und nicht zuerst die Frage gestellt wird, und das kenne ich aus dem Konzernumfeld leider auch zu gut, nicht zuerst die Frage gestellt wird, wer hat es falsch gemacht? Das darf nicht die erste Frage sein, sondern die erste Frage ist, aha, was können wir daraus lernen? Und bei uns im Unternehmen gibt es viele Diskussionen um dieses Thema, wie können wir denn die Fehlerkultur verändern und wollen wir denn wirklich dazu aufrufen, Fehler zu machen? Und nein, ich will keinen dazu aufrufen, Fehler zu machen. Aber Fehler passieren, wenn Veränderung passiert. Das ist einfach so. Fehler gehören zum Lernen dazu. Und man sieht das bei Kindern immer so schön. Meine Tochter hat nicht aufgehört, laufen zu lernen, nachdem die das dritte Mal hingefallen war. Jetzt hat sie Fahrradfahren gelernt. Gleiches System. Das wird auch uns Erwachsenen passieren. Und da ist mein Appell an jede Führungskraft aber, im eigenen Verantwortungsbereich damit anzufangen. Also jeder kann in seinem kleinen Verantwortungsbereich damit umgehen. Auch jeder Mitarbeiter kann, wenn er mit einem Kollegen zusammenarbeitet und der macht irgendwas, wo man denkt, so, ey, wie konnte das denn jetzt passieren? Dann nicht zu sagen, was hast du da getan, sondern können wir was daraus lernen und wie können wir beim nächsten Mal dafür sorgen, dass nicht wieder das Gleiche passiert? Und werde ich ganz aufgeregt, weil das ist mir total wichtig, dass da jeder einfach versucht, seinen eigenen Einflussbereich zu finden und in seinem Einflussbereich so zu handeln. Und das funktioniert. Und wenn das immer mehr tun, dann wird es immer mehr Vorbilder geben, die so handeln. Und dann kann sich auch eine Kultur in einem Unternehmen verändern. Und Mitarbeiter werden mehr Zutrauen kriegen und mehr Verantwortung übernehmen, weil sie wissen, sie werden nicht abgestraft, wenn was schiefläuft. Das heißt, dein Plädoyer ist ganz deutlich, die Gestaltungsräume, die jeder und jede von uns wirklich haben, auch zu nutzen, zu erkennen und zu nutzen und nicht zu viel Angst zu haben, sondern da auch ja in die Gestaltung zu gehen. Auf jeden Fall. Weg, aber ich höre dich noch. Da bist du wieder. So, jetzt wieder. Auf jeden Fall, weil was ich häufig erlebe, ist, dass gewartet wird, dass von oben oder immer dieses, das muss ja von oben kommen und das muss ja von oben vorgelebt werden. Ja, aber jede Führungskraft ist das von oben für ihre Mitarbeiter. Und es ist ja ein Leadership-Talk hier, deshalb gehe ich davon aus, es sind auch viele Führungskräfte da. Für die eigenen Mitarbeiter
kann man das sein? Und vielleicht hilft das, was man vorlebt, auch dem eigenen Chef mal anders und reflektierter mit Fehlern umzugehen, wenn er erlebt, dass man Fehler auch in einer Art und Weise gut managen und als Lernchancen nutzen kann und nicht immer die ersten 2 Wochen nach dem Fehler mit der Suche nach dem Verantwortlichen verbringen muss. Ja, danke schön für deine Einschätzung, Verena. Ich würde gerne die Runde öffnen und mit euch über das Thema diskutieren. Wir haben am Anfang gesagt, Mental Load und Führung, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Jetzt sagen wir, Führung hat einen Gestaltungsraum und muss den auch nutzen. Das Thema Selbstverantwortung hat uns auch beim Thema Mental Load begleitet. Wenn wir sagen, es geht um Selbsterkenntnis, es geht darum, unsere eigenen Muster zu erkennen. Und das Gleiche gilt für Führung auch, zu erkennen, was haben wir für Bilder von Führung? Was ist meine Vorannahme, wenn ich auf mein Team schaue? Schaue ich auf die Menschen oder sehe ich es als humane Ressource? Erkenne ich die vielen Rollen, die meine Gegenüber haben? Erkenne ich die vielen Rollen, in denen ich vielleicht auch verstrickt bin? Was kann einer Organisation helfen, ein gutes Miteinanderarbeiten zu ermöglichen? Und was sind eure Erfahrungen zu dem Thema? Ich würde mich freuen, wenn jemand die Erfahrung teilen möchte. Verena, in dieser ganzen New Work-Diskussion, ach, die Doris Lindner. Ich sehe nicht alle auf einmal, deswegen entmutet euch und legt los. Frau Lindner. Okay, eine positive, also meine positiven Erfahrungen und ich möchte gerne das aufnehmen, das dienende Führen als Haltung, ist gar nicht nur die Beziehung zu der Mitarbeiterin oder zu dem Mitarbeiter, sondern sich immer wieder zu überlegen, wie kann es gelingen? Ja, wie können die Ziele, die wir haben, wie können die Aufgaben gelingen? Und dafür den Kontext, so nenne ich das, so zu gestalten, dass es gelingen kann. Und das ist schon eine Mischung von Management und Führung. Aber das ist so meine Sicht, wenn Sie mich fragen, ja, wo sind die guten Beispiele? Ich kenne Menschen, die das tatsächlich verinnerlicht haben und die damit auch viel bewegt haben. Woran merke ich das, wenn ich mit einem solchen Menschen zusammenarbeite, von dem Sie jetzt schildern, da passt Führung und Management und da gibt es so eine gewisse Haltung, die hinter all dem steht? Und zwar, mehr die Perspektive zu öffnen, was trägt dazu bei oder was sind die Stolpersteine, damit was nicht funktioniert, ja? Aber vielmehr die Perspektive, den Radius zu erweitern, was dazu beiträgt, dass Ziele erreichbar werden. Und dann viel mehr den Blick nach vorne zu richten, wenn Sie sagen, ja, woran merkt man das? Und dann hinzuschauen, und was fällt uns ein, genau sich damit zu beschäftigen und das zu ermöglichen? Das klingt sehr ressourcenorientiert. Ja, klar. Wenn ich zuhöre, ne? Ja. Ja. Das prangern wir ja auch wirklich an seit Jahren, dass diese Frage, gucke ich auf das, was jemand nicht kann oder gucke ich auf das, was jemand mitbringt, was eine so viel größere Quelle ist, in unserer Gesellschaft immer noch so wie so ein Gummiband zurückrutscht in, nee, aber da war ein Fehler und da hat jemand was falsch gemacht, statt wirklich zu gucken, wie kann ich jemanden ja, ins Wachsen bringen. Aber ich bin von Hause aus Pädagogin und manchmal bricht das durch. Naja, aber wenn Sie mich fragen, also ich kenne solche Personen, ja, und ich hatte auch immer wieder das Glück, mit solchen Menschen zu arbeiten, halt auch die Frage, ist es ein Führungs- oder ein Mitarbeiterthema oder nicht ein Management-, ein Organisations- und ein strukturelles Thema? Also auf welcher Ebene kann im Prinzip alles Mögliche angetriggert und verändert werden, dass die Zielerreichung beschleunigt oder ja, bereichert wird und.
Und das sind Menschen, die tatsächlich Bilder im Kopf haben, was darauf aufmünzen kann und die das auch in die Hand nehmen. Und ich möchte noch eins sagen, was ganz wichtig ist, ist, dienen hört sich ja immer so devot an, oder? Also irgendwie, es hat schon auch was damit zu tun, sich mit machtvollen Organisationen auseinanderzusetzen und machtvoll Entscheidungen herbeizuführen und dazu zu stehen. Und zur Verantwortung gehört auch die Entschlossenheit und. Ja, da gehört schon auch die Konfliktfähigkeit dazu. Also all die Dinge, die jetzt nicht ganz so harmoniesüchtig sind. Und da kann ich sagen, diejenigen, die das in die Hand nehmen, die haben auch tatsächlich eine Führungskultur oft um sich, wo sie mit ganz viel Loyalität punkten können, ja? Ja. Ist meine Erfahrung. Ja. Vielleicht darf ich schon mal in Aussicht stellen, wir werden in den nächsten Wochen ein ganz schönes Interview mit einer Dame veröffentlichen zum Thema Macht. Wir haben eine große Filmserie geplant und die ersten Interviews sind gelaufen und eins der Themen wird auch das spannende Thema Macht in Organisationen sein. Also stay tuned, das war der Werbungsblock. Ja, hat noch jemand Erfahrungen, die er teilen möchte? Nee, ich wollte gerne vielleicht ein Bild teilen, weil wir so ein bisschen gerade in Bildern sprechen und das Thema die Führungskraft oder nicht. Also was ich ein ganz schönes Bild finde, dem ich mich auch versuche, immer wieder zu orientieren in meinem eigenen Führungsverhalten, ist dem Mitarbeiter eine Bühne bauen. Eine Bühne bauen, auf der er dann glänzen kann, die zum Erfolg führt und einfach mit der Haltung herangehen, was braucht diese Person jetzt, um sozusagen erfolgreich sein zu können. Wie kann ich dabei unterstützen, was kann ich machen? Und ich glaube, das ist immer wieder so ein Thema, das merke ich dann auch so in der eigenen Auseinandersetzung und in der Selbstreflexion. Da habe ich, glaube ich, viel dazugelernt in den letzten Jahren, muss mich da aber trotzdem immer noch mal so ein bisschen am Zügel reißen, weil man, will ich jetzt gar nicht sagen, ich und vielleicht auch andere in diesem Kreis oder andere Führungskräfte, manchmal dann schon die Tendenz hat, ja, sich vielleicht ein bisschen im Mittelpunkt zu stellen oder Erfolge darzustellen. Man wird natürlich auch, wenn man selber Führungskraft hat, ja auch eher angesprochen, Dinge darzustellen und da auch immer wieder so zu gucken. Wir hatten ja vorhin das Thema Verantwortung abgeben, ja, für die Prozesse, aber dann auch sozusagen die Leute glänzen zu lassen, da wo sozusagen auch die Arbeit erledigt wurde. Und ich glaube, das führt ganz stark dazu, dass es da eine starke Loyalität gibt und auch eine starke Identifizierung. Es fängt bei so Kleinigkeiten an, wenn ich angefragt werde, ein Interview für unsere interne Mitarbeiterzeitung oder so, ob ich da irgendwas erzählen kann zu unserem Team, dass ich dann sage, ich mache das jetzt nicht, das macht XY oder man macht das irgendwie gemeinsam. Und ich glaube, das schafft ganz viel Verbindlichkeit. Also da habe ich gute Erfahrungen mit gesammelt. Das finde ich ist so diese schöne Seite von dem Dienen, ne? Das heißt auch sich ein bisschen zurücknehmen. Und ich glaube, eine wirkliche Macht verliert dadurch nicht, sondern bekommt eigentlich noch mehr Größe dadurch, wenn sie das nicht braucht. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Ich bin jetzt Anfang 40 und so, also wenn man halt auch noch in so einer mittleren oder wir sind ja alle in großen Unternehmen, ja, und man hat ja auch immer noch mal eine Ebene so über sich und man hat ja vielleicht auch noch eigene Karriereambitionen und umso her, also ich merke so bei mir selber, umso höher ich da ein bisschen komme und auch ein bisschen älter bin, dann wird man da, also werde ich so ein bisschen gelassener, aber bin natürlich auch noch nicht am Ende dieser Gelassenheit angekommen und es ist, glaube ich, immer auch wieder wichtig, sich dann zu fragen, an welchen Stellen, also sich jetzt komplett zurückzunehmen, ist auch nicht gut, ja. Das ist dann wieder, da kommen wir wieder in dieses Thema Männer, Frauen. Nee, die Männer punkten dann überall und die Frauen stellen immer nur ihr Team in den Vordergrund. Also das gibt es, glaube ich, auch nicht so eine pauschale Antwort drauf. Ich glaube, da muss man dann auch aufpassen. Und wie gesagt, man ist ja dann in so einem Gefüge drin, wo es ja über einem dann auch wieder noch Chefetagen gibt und unter einem und sich dann da irgendwie so richtig zu verhalten und zu positionieren, finde ich manchmal auch nicht ganz einfach. Aber so in dem Team selber habe ich damit ganz gute Erfahrungen gesammelt und dann eben so strategisch bewusst zu entscheiden, zu sagen, nee, da will ich jetzt aber mal, oder da stehe ich auch als Chefin jetzt dafür gerade oder sowohl für den Erfolg als auch für den Misserfolg oder stelle mich da auch mal bewusst in den Vordergrund. Also ich glaube, das muss man gut spielen. Und ist immer wieder so eine Frage. Das macht ja nochmal deutlich, Anna, auch für die wirklich wichtigen Rollen im Leben gibt es leider nicht den 10-Punkte-Plan.
Ich danke dir, dass du das auch so reflektiert darstellst, auch mit den ganzen Ambivalenzen. So, jetzt warst du gerade ein bisschen verruckelt. Dankeschön, Anna, für diese ehrliche Ambivalenz, denn den 10-Punkte-Plan gibt es nicht. Weder für die Mütter unter uns, noch die Führungskräfte, noch die Väter, noch die heransteigenden Karrierewünsche. Deutlich ist, das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das wird es. Es wird gerade auch immer deutlicher, dass Führung eine ganz, ganz große Rolle zukommt, die nicht ganz einfach ist. Aber die Leute, die Lust haben, Zukunft zu gestalten, finden da, glaube ich, ein ganz wunderbares Feld und können wirklich Dinge bewegen. Ich würde gerne fragen, ob es noch eine letzte Anmerkung, einen letzten Beitrag gibt. Und dann würde ich so langsam in unsere Straße zum Abschluss einbiegen wollen. Ich gucke aber nochmal, ob sich jemand entmutet, reinspringt. Fühlt euch bitte herzlich willkommen, das nochmal zu tun. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Dann würde ich euch bitten nochmal, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich würde gerne Verena gleich auch nochmal ein Schlusswort geben, aber vorher euch einladen, nochmal an der Evaluation teilzunehmen. Für uns sind das ja auch noch Experimente, in dieser Form mit euch Kontakt aufzunehmen und solche Themen so zu diskutieren. Ist das was ihr euch auch in Zukunft vorstellen könnt? Wie hat euch das gefallen? Wir sind ganz offen für Impulse, aber Feedback kann natürlich auch direkt in den Chat oder an uns per E-Mail gestellt werden. Wir sind durchaus offen und haben, glaube ich, eine ganz gute Fehlerkultur. Nico, würdest du bitte die Evaluation freischalten und scrollt bitte gerne auch nach unten. Dann gebe ich euch einfach mal einen kleinen Moment Zeit. Und hier noch als Stimme aus dem Off der Hinweis, dass bitte am Ende der Umfrage auf Abschicken geklickt werden muss. Das sind keine Antworten, die sich automatisch speichern, sobald man eine Möglichkeit anklickt, sondern ganz unten unter der letzten Frage gibt es einen Absenden-Button. Der muss bitte einmal geklickt werden. Alles klar. Dann danke ich euch ganz herzlich auch für eure Rückmeldung. Und dann würde ich Verena das vorletzte Wort geben und als Gastgeberin setze ich dann gerne nochmal den Punkt. Verena. Ja, mir hat es total viel Spaß gemacht, die Diskussion hier heute oder das Gespräch hier heute. Danke, Helena, dass ich da sein durfte und meine Meinung zur Verknüpfung von Mental Load, Führung und Frauen in Führung so ein bisschen preisgeben durfte. Danke für den Raum und danke an alle, die dabei waren.
für die Impulse, die da gekommen sind. Da war auch wieder viel dabei, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Prima, ich danke dir, Verena, dass du dich auf unser, ich nenne das immer das Küchenformat, weil alle, die mich kennen, wissen, dass in unserer Küche ganz viele Diskussionen über die wirklich wichtigen Themen der Welt stattfinden. Wir machen jetzt die Küchendiskussionen in Zoom und ich freue mich total, dass sich so viele beteiligt haben. Es waren ganz viele auch versteckt hinter ihrer Kamera, aber ich hoffe, ihr habt alle gute Impulse bekommen, vielleicht auch den ein oder anderen irritierenden Einblick. Mir ging das so. Je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, desto irritierter war ich auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, dass auch so ein Unwohlsein oder einmal zurechtgerückt werden durchaus ein Moment ist, wo wir neu nachdenken dürfen und vielleicht das Thema Selbstreflexion ernster nehmen. Und ich freue mich sehr, dass das an vielen Stellen heute auch von euch bestätigt wurde, dass es darum geht, uns selber auch nochmal anzuschauen, was uns geprägt hat, womit wir auf die Welt gekommen sind, wie wir auf die Welt zugehen. Ich freue mich, dass wir dieses Thema publik gemacht haben. Ich bin gespannt, was die Pandemie mit uns und diesem Thema macht. Und ich will jetzt manchmal ganz kämpferisch sein und sagen, es wird Zeit, dass die Frauen wiederholt die Stimme erheben. Ich wünsche mir eine Welt, in der ganz viele Menschen, ob nun Männlein oder Weiblein oder was auch immer, die Stimme erheben und für eine gemeinsame Zukunft aufstehen und kämpfen. Und vielleicht konnten wir einen mini kleinen Schritt dazu beitragen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Barbara, an Technik, an alle, die in der Vorbereitung dabei waren. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Und vor allen Dingen wünsche ich euch alles, alles Gute. Auf bald. Tschüss.